Auch heute am 15. November 2011 ist die Verkehrssituation in Altwiesloch noch brisanter als bei den letzten Aufnahmen im Oktober 2011. Vom Rosenbuckel staut sich der Verkehr durch die gesamte Dienheimer Straße bis zum Ortseingang aus Richtung Dienheim. In der Dienheimer Straße Einmündung am Schlangengrund ist das Stauende nicht sichtbar. Der Stau hat jetzt eine Länge von 600 Meter, gemessen beginnend beim Rosenbuckel. In der Bayertaler Straße Einmündung Dienheimer Straße reicht der Stau bis zur südlichen Zufahrt. Hier gut sichtbar. Inzwischen ist es 7.34 Uhr. In Richtung Bayertal gibt es ebenfalls einen erheblichen Stau. Hier beträgt die Länge in der Bayertaler Straße, von der Einmündung Dienheimer Straße angemessen, mehr als 500 Meter. Anwohner aus der Dienheimer und Bayertaler Straße berichten, dass die Stausituation noch niemals eine andere war als jetzt zu sehen ist.